So, wir haben es heute endlich geschafft. Ich glaube, wir haben jetzt sowas wie 15 Grad plus. Der Mitte des Sees haben wir noch so ein bisschen Resteis. Aber ansonsten ist alles abgetaut. Wir sind endlich im Kajak, oder Klaus zumindest fast. Und sind echt froh, wieder auf dem Wasser zu sein. Wir haben jetzt, glaube ich, eine 2 Wochen Pause gehabt. Durch diese ganzen Minustemperaturen. Bis minus 15, minus 17 ist es ja runtergegangen. Eine Woche oder anderthalb. Der ganze See war komplett zugefroren. Sogar wirklich komplett tatsächlich. Der gesamte Hengsteisee. Wir haben da Fotos von oben gemacht. Und das war schon ziemlich krass. So haben wir das noch nie gesehen. Schneebedeckt war es bis zur Brücke im Grunde. Dort bis zu den Seglern. Und ab dann der gesamte Hengsteisee. Einfach nur komplettes Eis. Ein paar kleine Schneisen gab es. Unser Dietmar vom KC Hagen hat sogar einen Schwan gerettet und ist mit einem Kajak wohl aufs Packeis raus. Hat dann eine Schneise gemacht, damit der Schwan sich irgendwie daraus befreien konnte. Und hat dann die Feuerwehr gerufen für den anderen Schwäne. Auch eine ganz heiße Geschichte. Naja, oder eben eiskalte Geschichte. Ja, aber wir sind egal wie einfach froh, jetzt wieder auf dem Wasser zu sein. Wir haben noch Resteis. Kleine Schneise hier noch. Oh, das ist mit einer Hand natürlich ein bisschen schwierig. Aber es ist Resteis. Verhältnisse auch ordentlich dick, würde ich sagen. Nicht schlecht. Es zerfällt in sich zusammen. Klaus fast keine Chance, hier hochzukommen. Er hatte sich entschieden, die mittleren Öffnung zu nehmen.
Das war jetzt nicht so eine tolle Idee. Aber er kämpft, er kommt vielleicht. Vielleicht schafft das noch. Weil er wird abgedrängt. Er hat es noch gerettet gekriegt. Sehr gut. So, ich habe hier so eine kuschelige Stelle gefunden. Die Strömung kann nicht mal kreuzweise. So, Klaus ackert hier weiter. A1-Brücke ist geschafft und jetzt lassen wir uns mal ein bisschen zurücktreiben. So, und 7 Kilometer weiter sind wir am Schiffswinkel und fahren jetzt zum KC Hagen und werden da unsere Boote einladen. So, wir sind angekommen. Das heißt, Klaus noch nicht ganz. Der hat noch mal eine Zusatzrunde gedreht. Ansonsten haben wir 8,7 Kilometer heute gemacht mit dem kleinen Ausflug in die Ruhr. Das war ja auch mal was Feines. Das hatten wir ja dann doch schon längere Zeit nicht mehr. Ja, und dann werden wir unsere Boote mal zumindest diese Boote zu ihrem neuen Schlafplatz geleiten. Zum Thema. Was? Sehr gut. Da. So, Leute, los geht's hier. Ah.